Hallo, willkommen bei Neues Zelda Part und heute wollen wir den Kleinen da vorne befreien. Und das werden wir jetzt sofort mal machen. Okay, dann gehen wir jetzt auf die Pfeiler hoch. Ach, Sitz. Und du auch noch. Yeah. So, geh mal so hin. Und was willst du jetzt? So. Dann lege ich mir erstmal die Bombe rein und weiter. Und Feuer. Habe ja ein paar magische Pfeile besorgt und damit können wir die Dinger da viel, viel einfacher besiegen, als man so üblich machen sollte. Wir haben noch insgesamt 11 magische Pfeile. Dürfte hoffentlich ausreichen. Dafür habe ich auf jeden Fall nur eine gefarmt. So, und dann geht's weiter. Ja. Los geht's. Schön über die Brücke. Waruta. Und go. Okay, da geht's los. Da würde ich mal sagen, mit die Pfeile werden wir erstmal die erste Wächterdrohne hier besiegen. Jetzt haben wir die erste Wächterdrohne. Dann bin ich gerade überlege, brauche ich einen guten Punkt, um den aufzuhalten. Das wäre eigentlich relativ eine gute Stelle. Sehr gut. Und ein paar Teile bekommen wir auch. Wunderbar. Und
Okay. Kommt der Kleine eigentlich näher? Was für Angsthase. Kannst du mal kommen? So. Da bist du ja. Komm. So. Wieder geht die nächste Krone an den Hals. Gut, den können wir versuchen, damit loszuwerden. Am besten dann den Hammer hier. Okay. Leider nicht erwischt. So. Ich dachte, wir können ja einen Pfeil sparen, aber sieht wohl leider nicht so aus. Hallo? Willst du da rein? Go. Und Feuer. Ja, yep, aber jetzt müssen wir weiter. So. Wir haben erst ein paar Teile hier mit hole. Und dann klettern wir da mal hoch. Dann können wir von da oben aus besser die Dinger erreichen. Da haben wir so eine Truhe. Eine Kiste, meine ich. Na, kommt sie her. Auf jeden Fall größere Abstand setzt. Irgendwie eine längere Schnur dafür. Sonst ist das Ganze blöd. Wunderbar. Und was ist? Das war jetzt nicht so günstig. Was ist jetzt?
Nein. Es war nicht so günstig. Ich bin leider da runtergefallen und deswegen konnte mir der einen da nicht mehr so erwischen, wie mir das gerne hätte. Okay, aber hier sind wir zum Glück nochmal gelandet. Können wir zum Glück hier weitermachen. Ich Darkson, ich bleibe auf jeden Fall bei die Pfeile. Aber die nehme ich gerne mit. So, das auch noch. So, bei die Pfeile bleibt auf jeden Fall. Wunderbar. Wunderbar. Geht mal rüber, meine Güte. So, sieht aber jetzt mal ganz gut aus. Okay, ich kümmere mich hier an sein Tor. So, deine ist weg. Na komm. Kurs drehen. Und Feuer. Okay, es geht da weiter hoch. Vorne sehe ich noch zwei Wächterkrone. Mal gucken, wie viele Bogen haben wir noch? Fünf. Wenn wir gut zielen, müsste eigentlich locker ausreißen. Da sehe ich noch zwei. Du bleibst hier unten. Wenn wir mal gucken, die müssen wir irgendwie anders ausschalten können. Was für ein Idiot. Am besten bleiben wir hier. Ich glaube, da sind wir am besten geschützt. Okay, der eine fliegt da. Nein. So, warte. Okay, der ist weg. So, haben wir noch eigentlich was zu essen dabei? Leider nicht. Okay, der eine da bleibt, glaube ich, besser mal hier.
Am besten wäre eigentlich den Felsig zu benutzen. Ja, leider wohl nicht. Wie können wir die am besten aushalten? Okay, da haben wir dann eine Kiste. So, und gehen wir am besten den Berg hier erstmal hoch, um die Wächterdrohne hier irgendwie auszuschalten. Weil ich habe oben eine Kiste gesehen. Damit können wir die eigentlich recht gut ausschalten dann. So. Erstmal das Ganze verlängern. Und die fällt runter. Gut, länger geht das nicht. Okay, Nummer 1. Okay. Da haben wir auch noch mal eine Kiste. So, 3 Stück zum Glück. Zum Glück hat die Kiste mich nicht erwischt. So, und dann wollen wir den guten Jungen mal abholen. Na, kommst du her? Ja, hallo? So, wunderbar. Die wäre jetzt nochmal alles ausgeschaltet. Magische Pfeile haben wir noch 2 Stück. Zu Notfällen können wir die ja nochmal benutzen. Aber die war auf jeden Fall erstmal wichtig, dass man die so ausschalte. Die ganze Wächter hier. Gut, da kommt der. Zum Glück habe ich noch magische Pfeile. Wunderbar, was steht hier?
So. Und ab geht's mit die Post. Zurück in den Krater geflüchtet. Das ist deine Chance. Jetzt oder nie. Yeah, wir haben es gepackt. Jetzt sind wir in die Tarnung drin. Und mal gucken, was denn jetzt noch so abgeht. Lange nicht gesehen, Bruder. Ich habe nie die Hoffnung verloren, dass du dich mal hier blicken lässt. Du bist sicher hier, um Rudania von Ganon zurückzuholen, oder? Dann musst du zuerst mal die Karte in die Finger kriegen, die den Aufbau des Titanen zeigt. Das ist der Leitstein, der die Karte enthält. Okay. Können wir eigentlich noch draußen noch etwas machen? Will ich auch kurz mal gucken, von mir reingehen werde. Aber reingehen wir eh erst in den nächsten Part. Draußen ist, glaube ich, nichts, oder? Hier mit auch sowas, aber. Da müssen wir später den Endboss besiegen. Ja, sag ich mal, gehen wir kurz mal vorne hin. Oder doch, da vorne ist eine Truhe. Gut, da vorne ist eine Truhe. Dann gehen wir da erstmal hin. Und was haben wir da? Nur eine Wächterschraube? Naja. Hätten wir Pfeile auf oder was zu essen, Herze etc. Pfeile wäre auf jeden Fall sinnvoll gewesen als sowas. Also sag ich mal, im nächsten Part, Leute, geht es weiter. Bis dann und haut rein.